Wir müssen noch warten. Das ist unangenehm jetzt. Das ist immer awkward, wenn man die Sanduhr laufen lässt. Gute Moderatoren könnten hier rüber moderieren, aber tja, da seid ihr in der falschen Sendung. Keine gute Moderatorin. Guten Morgen, Internet! Herzlich willkommen heute zum Serientabu. Warum mache ich das Intro, Kelly? Das mache ich schon seit 400 Folgen nicht mehr. Bitte übernimm mich jetzt. Ich dachte, du übernimmst es einfach nicht. Gut, dann mache ich das doch mal. Hier ist heute ein wunderbarer Gast, der bei uns in der Mitte sitzt und auch noch ein neues Gesicht, aber zu dir kommen wir später, weil es ist ein Hier in der Mitte von uns sitzt Silvi Karlsson. Richtig. Wie Karlsson vom Dach. Richtig, nur mit C. Okay, fast guter Gag von mir. Das Silvi. Auch, so beschreibe ich das auch immer, also bist du gar nicht so falsch, weil so kann man sich's merken. Und alle im Amt so. Oh, wir fragen bei uns in der Sendung immer eine Basic-Frage am Anfang. Wer bist du, was machst du, warum bist du hier? Die ist von mir die dritte, aber die ersten beiden kannst du gerne beantworten. Ja, also ich heiße Silvi Karlsson, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ich bin YouTuberin, man hätte es vielleicht gar nicht denken können. Nee. ASMR? Fast. Verdammt. Ich mache auch immer sehr unangenehme Dinge auf meinem Kanal, spreche Tabuthemen an und probiere immer ganz lustige Dinge aus. Zum Beispiel habe ich mal die Menstruationstasse getestet und alle Jungs schalten jetzt ab. Hoffentlich. Willkommen. Die Reaktion bin ich gut. Nein. Das Beste, was mir jemals passiert wirklich, ist. Da hab ich gar keinen Stress mit, weil ich fand das nur lustig, weil wir Serientabu spielen. Daran habe ich mich eher aufgehangen, weil du gesagt hast, ich rede Tabuthemen an. Aber ich habe auch einen sehr basic Humor. Von daher. Das ist damit schon bedient. Ja, das ist auch eine super Überleitung. Genau. Und weil du heute mit dabei bist, wie man im Deutschen sagen würde, Alanis oder im Englischen Alanis Morissette. Im Britischen sagen sie sogar Alanis. Alanis. Warum? Ja, aber ich heiße Alanis. Genau, du bist auch mit dabei. Normalerweise, deine Berufung hier ist... Hinter den Kulissen Mitarbeiterin. Wenn ihr das auch werden wollt bei Studio 1, wir haben tolle Jobbeschreibungen auf unserer Webseite. Werdet auch mal hinter den Kulissen Mitarbeiterin. Hast du schon das Spiel erklärt, das wir spielen? Ja, wir spielen Serientabu. Wir haben hier diese wunderbaren Karten. Auf diesen Karten stehen Tabu-Begriffe, die wir nicht sagen dürfen. Genauso wie den Serientitel. Einer des Teams, wir sind und, wahrscheinlich ein und, Team. Wir sind das Team, aus Team Rain. Serie, darf man auch nicht Team sagen. Team Rain, gegen, was seid ihr als Team? Ihr habt schon Namen, wann habt ihr das denn überlegt? Ihr habt schon Namen, wann habt ihr das denn überlegt? Cardi B. Kali. Kali. Oh, das ist der richtige, Shit, ne? Gut, wir haben für jede Begrifflichkeit haben wir eine Minute Zeit. Okay. Die wird durch diese Sanduhr symbolisiert. Los geht's. Ich glaube, der fängt an. Okay. Du willst wirklich? Ja. Wirklich in 2019 möchtest du machen? Ja. Ah, verdammt nochmal. Zweieinhalb Jahre, immer wieder das Gleiche. Eine Deutsche, bekannt wurde sie letztes Jahr, deutsche Serie, letztes Jahr. Sie hat sehr nebelig, die wurde sehr gehypt, verschwinden Menschen. Kelly, komm schon! Nebelig? Ja, deutsche Serie? Ja, es geht um, ja, Nebelig? Ja, das müsstest du ja Hieß sie nicht irgendwie Deutschland? Es ist immer schlechtes Wetter. Willkommen in bei dieser Serie. Deutschland. Es ist sehr traurig. Es sterben Menschen. Ganz mysteriös. Deutschland halt. Oh wow. Es sterben Menschen ganz mysteriös. Oh mein Gott, was? Keine Ahnung. Dark Kelly. Also ich hab's auch gelesen. Das haben die Leute doch so gehypt. Stimmt, habe ich aber nur die erste Folge gesehen und dann aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja. Vielleicht hätte ich einfach Ich hätte es auch nicht mehr gewusst, muss ich sagen. Ich habe sogar gelesen und wusste nicht ganz genau, was es ist. Shit. Ich hab's nicht gesehen. Es ist eine Netflix-Serie. Mhm. In dieser Netflix-Serie geht es viel um den Tod. Und es ist sehr, ja, Okay, come on. Irgendwas. Ja, genau. Also da sind viele Jugendliche. Aha. Jugendliche ja. Zusammen und ich glaube, da ging es um so, ja, weißt du, wenn Leute auf Motorrädern zusammenfahren, die so ein bisschen
Rock'n'Roll hören, ne? Dann sind die ja meistens so klassisch in den... Gar in den okay, kannst du irgendwas, was du noch weißt oder den Titel beschreiben? Oder? Also ich glaube, ich habe es mal gesehen und ihr könnt mich ja verbessern, wenn ich falsch liege, da ging es um eine rote Jacke, weil man der Anführer von einer Bande dann wäre. Das ist die absolute Nebensache. Aber Bande? Ja. Riverdale? Ja! Ehrlich? Oh mein Gott, in der letzten Ich habe nur das gesehen. Streaming-Serie, die gehypt wurde mit vielen Jugendlichen und einer Bande. Ja, ich habe nur das gesehen mit der Jacke. Ich habe nur das mit der Jacke gesehen und wusste nicht, ob das Riverdale ist. 3, 2. Also, Südamerika. Narcos. Yes. Okay, Jesus. Next, komm. Wow. Nee, nur eine. Das war beeindruckend. Stand Südamerika drauf? Ich glaube nicht. Drogen? Nee. Geil. Ja. Hör mal, das ist ja mal. Das läuft mal nach hier. Jetzt. Game of Thrones. Okay, Game of Thrones. Ich hab's nicht gesehen, aber es ist eine ältere Serie. Mit Broadwalk Empire. Gott, was darf man denn nicht? Nee. Mit einem blonden Dude. Und der wurde geschickt, die Welt zu retten. Ja. Cool. Das richtig. So jeder und der ist voll das Genius. Captain America, Marvel, irgendwas von Marvel. Der ist voll das Genius und der kann Dinge bauen, die explodieren. MacGyver? Ja! What? Geil! Voll gut. Geil, okay. Ich liebe MacGyver. Geil. Ganz bekannt, sehr bekannte Serie. Game of läuft auf Pro7. Haben ganz, schon ganz lange. Das sind die Figuren sehen nicht echt, also die haben keine echte Hautfarbe, sondern anders. Angela Anaconda? Simpsons! Ja, die Simpsons! Angela Anaconda, Alter! Vor allem erst auf Angela Anaconda und dann die Simpsons. Ich hab Angela Anaconda geliebt. Ich auch. Ich auch. Ich fand die so strange. Ich dachte immer, die sind aus Stein, aber dann hat sich herausgestellt, die haben einfach nur eine graue Haut. Okay, wir hatten schon das Pendant in Deutschland, das hieß Dark und im Englischen heißt das Ganze, die deutlich erfolgreichere Serie mit den... Hat da jemand nicht zugehört vorhin? Ich glaube nicht. Sag also noch es mehr. Sind ganz, ist es auch auf Netflix, das sind Kinder und da passieren ganz schön merkwürdige... Ah, Stranger Things! Genau. Oh Gott! Oh, wie war gut, oder? Das wäre peinlich geworden. Ja, weil die war super. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich jetzt ja auch ich nicht so schön. Ich hab mega viel Stranger Things Merchandise. Ich hab die Serie nie gesehen, weil ich voll gruselig so fand. Ich hab so oft angefangen. Ja, ich kann das nicht. Ich hab auch nie Walking Dead geguckt. Und alle immer, ja, das wird nicht gruselig. Das ist ja geworden. Kennst du das Casting von The Walking Dead? Was? Das Casting, wo die Zombies gecastet werden. Nee, kann ich so lustig, sehen. Auf jeden Fall. Auch so Training, ne? Wie die Zombies laufen. Das ist einfach ein Video und da laufen ganz viele Menschen wie Zombies rum und haben so Nummern auf dem Rücken und dann sitzt da eine Jury und hört sich an, okay, wer kann die 14? Oh mein Gott, das ist der beste Job der Welt, Zombie-Bewerter. Ist das geil. Ich bin Zombie-Juror. Haben wir mehrmals scherzweise erwähnt. Gerade schon in der Sendung. Lava. Haben wir das? Ja. Haben wir das? Ich hab nicht zugehört. Einfach ohne... Kommt im Februar eine neue Staffel raus. Und jeder freut sich drauf. Die letzte. Die Simpsons? Oh Gott. Basierend auf einem Buch. Boah, ich habe gerade keine Ahnung. Haben wir das jetzt hier gerade gesagt? Ja. Nee, haben wir noch nicht gesagt. Winter is coming. Ach, Game of Thrones! Ja. Ah. Mann! Das war nicht da. Nein. Winter is coming? Nee. Westeros Cosmo, Drachen, Mittelland. Winter is coming. Ist da ein Eiswand drauf? Ja. Wir müssen uns fahren. Ist unangenehm jetzt, ne? Das ist immer awkward, wenn man die Sanduhr laufen. Gute Moderatoren könnten hier rüber moderieren, aber tja, da seid ihr in der falschen Sendung. Wir sind keine gute Moderatorin. Ha. Ha! Ja. Game of Thrones. Ich sag nur eins. Coitus. Ah, oh Gott. Oh, Freddy, come on. Okay, es hat ein richtig stranges Intro. Das geht so ganz schnell mit so ganz schneller Musik. Wo läuft das? Netflix? Oh, nein. Pro7. Pro7?
Okay, ich hab das kommt Ahnung. Nach How I Met Your Mother. Weiß, was das ist. How I Met Your Mother? Also wenn du How I Met Your Mother guckst, kommt es direkt danach. Oder kam es immer direkt danach? Two and a Half Men? Nein, okay. Es hat erwachsene Leute mit einer WG, gegenüber wohnt eine heiße Blonde. Big Bang Theory. Ja, danke. Coitus? Ja, sag ja, doch Sheldon. Sheldon. Aber ich hab jetzt die ganze Zeit an irgend so eine komische Sexserie gedacht. Ich sag nur eins, Freddy, Coitus, sorry. Das tut mir leid, das hat mich aber so getriggert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, wenn ich eine Sexserie beschreiben würde, würde ich sagen, ich sag nur eins, Coitus. Yes. Wow. Das war früher eine Serie, die hat man gerne heimlich geguckt und hatte danach Angst. Oh, X-Faktor? Ja, so ähnlich. Akte X. Richtig. Laber. Ha! Geil. Ich würde sagen, wir waren. Boah, das war so gruselig, Lega. Diese Oma, die sich im Spiegel anguckt und immer ohne Fleisch sieht, ne? Boah, ja. Das war so ekelhaft. Das war boah, das so, war dann so hat die ekelhaft. Alle Spiegel ja, abgehangen. Ja, ja, genau, so. Genau. Ich fand das auch fuck, eine Folge. Warum? Und dann so, diese Geschichte stimmt. Ja, halt's Maul. Ja, dann noch schlafen um danke. Eins oder was. Ja, genau. Das ist jemand, der sehr, sehr, also der arbeitet in einem Krankenhaus. Ja. Und ist eine der ist ein, genau, der ist ein, der ist sehr auf Drogen, kann man sagen. Der hat, ja, keine Ahnung. Wow, Freddy. Freddy, come on. Du kämpfst. Also der ist sehr, der ist sehr böse, also schreit oft was? Leute an und ist, und nimmt Tabletten und ist ein Idol für junge Ärzte, weil die zu dem Aufguck ist. Doc. Oh, du hast Ärzte! Und Tabletten. Yes! Yes! Ich hab's gerade erraten, oh, ich hab's gerade erraten. Sagen, oh mein Gott, das ist einfach Freddy. Du aber da stand Arzt, ruhig, nicht Ärzte. Da stand Arzt, nicht Ärzte. Und ich hab's gerade erraten. Ja, genau. Leute, welche Serien guckt ihr aktuell am liebsten? Schreibt's mal in unsere Kommentare. Guckt auf jeden Fall bei Silvi vorbei, die über Tabuthemen redet. Wie die Menstruation. Das ist. Zum Beispiel. So da habe ich irgendwie in letzter Zeit viel drüber gehört. Ist das neu? Nee, das ja, schon das vor 3 Jahren war das schon. Ja, aber ja. Da machen gerade viele Videos. Aber es gibt auch eine interessante Doku darüber, warum eher Tampons und Binden wegen Krieg und man wusste nicht, wie man das produziert und dann war es zu teuer und das ist ein sehr interessantes Thema. Kommt da auf jeden Fall mal vorbei. Außerdem YouTuber-Tabu haben wir auch mal gespielt. Die Folge könnt ihr euch hier reinziehen. Abonniert uns. Tschüss. Aber